Du lügst, brech ich dir den anderen. Den anderen was? Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bad-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Wie lange behalten wir Sie da drin? Bis wir den Befehl kriegen, Gas reinzulassen. Gebt euer Bestes. Die Langeweile bringt mich um. Oh, keine Sorge. Du bekommst schon, was du verdienst, wenn wir hier fertig sind. Warum warten? Wir könnten hier gleich eine Dosis verpassen. Von mir aus. Ich sag Scarecrow dann, dass es deine Idee war. War nur ein Witz. Hat sich nicht so angehört. Was? Ich will doch nicht, dass er denkt, ich verstoße gegen die Anweisung. Hast du ihn gesehen? Ja, von nahen. Der hat irgendwas mit seinem Gesicht gemacht, oder? Sieht aus, als ob er Stücke mit einem Messer rausgeschnitten hätte. Das heißt, so ein Freak namens Killer Croc hätte ihm das Gesicht zerfetzt. Wirklich? Sieht mir eher nach Absicht aus. Ja, er hat sich wohl gedacht, er sollte seinem Namen gerecht werden. Aussehen wie eine Vogelscheuche. Das ist total krank, Mann. Wo wir gerade von krank sprechen, was macht sie hier? Weil euer Boss einen Minderwertigkeitskomplex hat. Er ist eben auch nur ein Mensch. Klappe halten, du Freak. Sie haben sie vor die Wahl gestellt, sie wollte nicht mitmachen. Scarecrow wird sie als seine Laborratte benutzen. Pamela Isley. Kontrolliert Pflanzen mit Gedankenkraft. Ernsthaft? Bleib hier und du findest es vielleicht raus. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Einer der Typen, der sie hergebracht hat, wurde von zwei riesigen Tentakeln zerfetzt. Du lässt das so grob klingen. Es war wundervoll. Mann, was ist bloß mit dieser Stadt los? Sie ist voller Freaks. Da sagst du was. Sieh mal nach Kompressor 5. Hier muss alles bereit sein, wenn wir den Befehl kriegen. Wer da ist? Gerade da. Ihr solltet euch mehr um eure Sicherheit kümmern. Als wäre das nicht Teil des Plans gewesen. Nun, das macht das Ganze ein wenig interessanter. Sir, es ist Batman. Er ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kammer an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Batfreak. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! 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 Es geht nichts über natürliche Immunität. Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo? Sag schon.
Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass sein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird es je lernen? Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Los, los, los! Wir haben das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, das ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon aus. Und wir haben extra eine Armee für dich hergebracht. Eine Schande. Das ist... Bevor ihr alle an... ...60mm Geschütz, einsatzbereit. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Oregon, ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen den Krieg. Diagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Ja.
Raketenstartfeuerstufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Feuerstufe 2 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Feuerstufe 2 bereit. Diagnose abgeschlossen. Simulation abgeschlossen. Batman, ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Man wird sich an Sie erinnern, Master Bruce, versprochen. Ihr Opfer wird nicht vergebens sein.